Ja, salut, bienvenue, mes amis. Hier ist wieder Kurs Filmwelt. Heute mal mit einem aufgezeichneten Video. Ja, es ist angebracht, ja. Denn die Kulle freut sich wie Bolle. Die Kulle, die flippt bald aus innerlich, ja. Ich kann es nicht glauben, Leute. Irgendwie, ich kann es nicht glauben. Ich freue mich. Ich werde richtig rot. Merkt ihr das? Ich habe hier den Scheinwerfer an. Ich werde voll rot. Wer unten schon den Titel jetzt gesehen hat, im Video natürlich. Ja. Es ist wirklich bestätigt, ja, und ich flippe aus, ja, es ist bestätigt, das TV-Comeback des Jahres ist bestätigt worden. Stefan Raab ist wieder da, jedenfalls zumindest einmal im September, ja. Ich hoffe, dass da noch mehr draus wird nach letztendlich dann. Ich bin so aufgeregt, ich glaube, ich schneide das Video auch gar nicht. Stefan Raab ist wieder da, am 14.09.2024, Leute, wirklich. Meine Zeit, ja, so, ich liebe ja Stefan Raab, ja, wenn Stefan Raab das jetzt so gerade sieht, ja, Stefan, ja, hier, hallo, cooles Filmbild, ja, ich bin bekennender Stefan Raab-Fan, ich glaube, selbst jetzt, habe ich jetzt ein falsches Format hier drin, ist scheißegal, ja, muss einfach so sein, ich habe nichts umgestellt, Leute, ja, Stefan Raab ist wieder da, 14.09.24, wurde jetzt wirklich bestätigt. Ja, ich muss erstmal von vorne anfangen. Ich muss erstmal mich sammeln. Ja, meine lieben Leute, das ist ein TV-Ereignis. Ja, und zwar oder überhaupt ein Comeback-Ereignis. Und zwar damals. Ja, hier vor 10 Jahren hat der Stefan Raab dann wirklich gesagt: Jo, mach jetzt Schicht im Schacht. Ja, ist vorbei. Ja, mit allem so. Ja. Und alle Leute, mit denen ich so über die Jahre immer wieder gesprochen habe, ja, haben immer gesagt: Jo, wenn Stefan sagt, ist vorbei, ja, ist es vorbei. Ja, okay. Ich habe gesagt: Ja. Gut, ja. Aber ihr wisst schon, dass ich gut in Menschen so immer gut mich auskenne und sehr gute Menschenkenntnis an sich so kann man sagen, ja. Leute, was soll sein? Ja, Stefan kommt irgendwann wieder. Nee, da kannst du lange warten, niemals und nicht. Und ich habe immer schon gesagt, Leute, wollen wir wetten? Ja, wollen wir wetten? Ich hätte jetzt, hätte ich wirklich 1000 Euro gesetzt, ja, hätte ich jetzt die 1000 Euro gewonnen, weil ich hätte es machen sollen, ja. Manche haben sich auch bedeckt gehalten. Und ich habe gesagt, nein, Stefan kommt irgendwann wieder. Er ja, ist eine Rampensau. Ja? Und der klügelt da im Hintergrund was aus. Ja? Und jetzt haben natürlich viele Ende März 2024, war es ja jetzt soweit, auf dem ja, offiziellen Instagram-Account von Stefan Raab sah man plötzlich und überhaupt auch generell in den Medien sah man überall irgendwie so ein komisches, schnell gedrehtes Video, ja, wo irgendwie sah einfach so aus, sollte auch wahrscheinlich auch so den Anschein erwecken, wo der damalige Showpraktikant, ja, also Stefans Freund, ist ein Freund, wenn, falls nicht, dann mich bitte berichtigen, ja, ist aber egal. Irgendwie hat es heute immer mit der Kamera, habe ich irgendwas verkehrt eingestellt. Leute, ich muss mal schnell gucken hier. Unglaublich. Aber so passiert, wenn man sehr, sehr aufgeregt ist, ja. Nee, sieht eigentlich alles wie immer aus. Leute, ja. Alles klar. Also, jedenfalls, ja, hat man vor ein paar Tagen gesehen, im Ende März jetzt hier, ja, dass der ehemalige Showpraktikant Elton, ja, also anscheinend auch noch Stefans Freund, ja, plötzlich zu ihm rüberrudert, irgendwo in der Einöde, ja, so, also fast wie im Dschungel sah er da aus, ja. Und Stefan saß aber nur von hinten und man hat da auch gemunkelt. Ist das vielleicht ein Statist, haben viele gefragt, oder ja, sagen wir mal, irgendwie jemand, der ihm ähnlich sieht, wo man denken könnte, ist die Statur von Stefan. Stefan hat dann auch selbst gesprochen, also kann natürlich aus dem Off gekommen sein, er kann das ja nachträglich nochmal, sagen wir mal, nachvertont haben, ja. Und viele haben dann gemunkelt, es ist bald der 1. April, ja. Das könnte man als 1. April-Scherz werten, ja. Es gab, glaube ich, sogar schon mal vor ein paar Jahren tatsächlich ebenfalls schon mal so ein Video, so ein ähnliches, was die Vermutung offenbarte quasi fast für die Leute, dass es eventuell schon mal ein Comeback geben könnte. Was sich aber, also kann ich mich jeweils irgendwie daran erinnern. Vielleicht war es meine, vielleicht habe ich es auch geträumt, weil ich es mir gewünscht habe. Ja, kann ich jetzt nicht mehr sagen, ist schon länger her auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass ich mich da geirrt habe. Und damals war es dann, falls es so war, dann nicht so. Und deswegen haben viele gesagt, ja, also viele auf The Real Stefan Raab, offiziell, ja, offizielle Instagram-Account, da haben dann viele gemunkelt, ja, oh ja, bitte Stefan, komm zurück, ja, und die anderen haben da alle runtergeschrieben, merkt ihr eigentlich, die sich da schon jetzt so freuen im Vorfeld, ja,
dass das eigentlich kurz vorm 1. April ist, ja, das ist doch wieder so eine Ente, ja, so eine 1. April-Ente. Und ich habe schon so gedacht, irgendwas ist da anders, ja. Ich habe es mit Vorsicht genossen, meine Lieben, ja, deswegen habe ich bisher auch noch nicht großartig was gesagt, auch wenn ich auf cooles Film will oder so, kann ja sowas nicht machen, ja, das ist ja unglaublich sonst, ja. Nun heute, ja, der Dude wieder, ja, sagt, ich habe dem Dude übrigens schon geschrieben gehabt, Ende Dingens hier, Ende März. Und hast du das gelesen da mit Rabi und so? Ja, also ich sage immer privat, sage ich immer Rabi zu ihm, weil irgendwie weiß ich nicht, ja, warum ist das halt nicht, also passiert das, Leute? Sehr unfassbar, ja, so geht das nicht. Gerade wenn es um ein Comeback-Video geht, ja, von Stefan Raab, den wir hier übrigens auch gerade eingeblendet sind. Ja, ich bin extra hier so in die Seite gerückt, damit man Stefan Raab auch noch sieht, ja, falls die Leute nicht wissen, wer Stefan Raab ist. Es soll ja Generationen geben eventuell, die das nicht mehr miterlebt haben, welchen Kult und welchen Hype Stefan Raab überhaupt mit sich und seiner Person ausgemacht haben, ja. Gut, ich sage dann also zum Dude Ende März, also vor Ostern, glaube ich noch, oder an Ostern irgendwie, Karfreitag oder so, was war denn das überhaupt, ja. Da hast du das gelesen mit Rabi, ja? Ja, ja, gut, mehr haben wir auch nicht geschrieben, weil wir wussten ja noch nicht, ja. Und nun heute der Dude wieder, Kulle, hast du schon gelesen, ist jetzt offiziell, Rabi, komm zurück, ja. Naja, meinst du nicht, dass er doch noch ein verspäteter hier April-Scherz vielleicht ist? Naja, sagt er, man kann jetzt schon Karten vorbestellen, denn er hat das als, ja, man sagt mal so, er hat das zum Anlass genommen, oder vielmehr Elton, oder generell diese Machart, wie man eben dieses Comeback vermarkten will, hat man zum Anlass genommen, eben noch einmal ein drittes Mal gegen Regina Halmich zu boxen, weil, wie Rabi ja gesagt hat, in seinem Video auf Instagram, jo, ich habe die ja verkloppt, ja, schon zweimal, ja, wir sind drittes Mal so ungefähr, ja, und der nette Elton hat dann gesagt, nö, entschuldige bitte, Stefan, ja, sie hat dich verkloppt, ja, aber da ist noch eine Rechnung offen, also von daher musst du jetzt, denn ja, wie soll man sagen, also die Aufgabe war eigentlich, wenn Stefan Raab, der hatte ja schon ziemlich viele auf Instagram an Follower, ja, und da hat man gesagt, okay, also Stefan Raab sagte dann wohl so, das war natürlich all Promo schon dafür, da könnt ihr mal so annehmen, ja, also 1000-prozentig. Und er sagt, okay, ja, wenn innerhalb von 3 Tagen irgendwie war das, glaube ich, ja, also über Ostern quasi, 9 Millionen Follower auf Instagram mir dann folgen, ja, wenn das zusammenkommt, dann mache ich ein TV-Comeback, ist versprochen, ja. Und nun kam Elton heute quasi, oder gestern, wann die das eben aufgenommen haben, und über den See wieder gerudert, wie beim ersten Video schon, und sagte dann, naja, also wir haben es nicht ganz geschafft, ja, obwohl es wirklich nochmal um vieles nochmal wirklich Follower gab auf The Real Stefan Raab Instagram, ja. Fantastisch, muss ich wirklich sagen, mein Lieben. Und was will ich sagen? Ja, ja, hat dann Stefan so ungefähr gesagt, ja. Ich zitiere ihn jetzt nicht, keine Zitierung, ja. Bitte, er hat dann gesagt, naja, dann habt ihr es ja erledigt, ja, und dann kam ihm dieses Ding eben, was schon so vorgegaukelt, ja, was schon also im Gehirn ja von den Beinen war, ja, naja, ja, ein drittes Ding ist noch offen mit der Heimlich, ja, und nun haben viele spekuliert, ja, ist das ein nachträglicher 1. April-Scherz? Der Dude hat ja dann auch gesagt, naja, Kulle, ja, weil ich auch gesagt habe, naja, vielleicht ist ein April-Scherz immer noch, ja. Er sagt, naja, wenn du also jetzt schon Karten vorbestellen kannst, ja, für diesen Boxkampf, dann wird das wohl schlecht ein 1. April-Scherz sein. Na ja, kann aber ja gestern schon veröffentlicht worden sein und dass erst heute die Medien das aufgegriffen tatsächlich haben. Es kann ja mal so ein Zufall sein, gerade über Ostern oder so, ja. Und naja, anscheinend wohl wirklich nicht, ja. Stefan Raab hat dann so ungefähr gesagt, naja, ja, okay, ja. Und das Geile ist dann, dann gab es so eine, dann fuhr die Kamera so rum, ja, wo dann quasi schon klar war, dass Stefan zurückkommt, fuhr die Kamera so rum, ja, auf diesem, sag ich mal, Liegestuhl, ja, oder so, ja, oder auf diesem Regiestuhl, keine Ahnung, ja, und dann sah man Stefan von vorne, ja, Donnerwetter, ja, komm, er könnte jetzt, Stefan Raab, ja, mein lieber Stefan, ja,
Ich mag dich von, also du warst einer in der 90er-Generation, ja, also in den 90er Jahren. Ich mochte die 90er überhaupt nicht. Stefan, wenn du mich mal hören solltest, wenn du das jetzt sehen solltest, eventuell, weil jetzt so ein Hype ja um dich gemacht wird und du vielleicht das mal alles durchschaust, wer eventuell durch Zufall ein Video über dich gemacht gerade hat, ja. Mein lieber Stefan, ja, ich mag dich von vornherein damals schon, ja. Du warst der einzige Grund, warum ich in den 90er Jahren Viva-Fernsehen geschaut habe. Ja, man muss es jetzt wirklich mal so sagen. Ich habe das ja alles verschmäht, meine Lieben. Ja, ich war damals total retro. Ich war in den 50er Jahren verhaftet. Ich war in den 40er Jahren verhaftet. Ich war in den 60er, 70er Jahren verhaftet. In den 80ern auch noch. Aber die 90er kamen für mich überhaupt nicht in die Tüte. Gar nicht. Aber es gab eine Sendung damals mit Stefan Raab auf Viva TV. Oder wie sich das damals nannte, ja. Und da habe ich mich schon immer während der Schule gefreut. Da ging ich ja noch in die Schule. War so kurz vor meinem Abschluss quasi. Und habe immer so gedacht, oh, heute Nachmittag, ja, da kommt wieder Raab, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, ja. Irgendwie, also so ein Vorreiter quasi von TV Total. So kann man das sagen. Er hatte da auch immer schon tolle Stars tatsächlich im Petto, ja. Und hat eigentlich das schon geprobt für TV Total, ja. Denn TV Total, nachdem er Viva dann verlassen irgendwie hat, kam ja kurz danach, ja. Und das war die einzige Sendung, die ich jemals auf Viva geschaut habe, ja. Viva an sich hat mich sonst nie interessiert, Leute, ja, ich muss sagen, ja. Also von daher, Stefan, ich bin quasi einer der ersten, und Stefan sah auch noch ganz anders aus, ja. Kann ich euch jetzt aus rechtlichen Gründen wahrscheinlich kein Foto zeigen, aber macht auch nichts. Der hatte damals noch so Kringelkinder oben, ja. Und war total irgendwie abgefahren, ja, mit so einer komischen Brille manchmal auch auf, ja, naja, also das hat dir fetzt, ja. Ich habe mich immer lustig gelacht, ja. Und Stefan, wenn du das jetzt siehst, ja, eigentlich sieht sich immer die Leute, ja. Aber jetzt so über den Äther kann man ja mal du sagen, ja. Stefan, ich mag dich richtig, richtig heimlich doll, so richtig so. Ja, und du warst der Grund, warum ich diesen Privatsender da, diesen Musikkanal damals geschaut habe. Nur deswegen. Danach habe ich auch gleich wieder immer ausgemacht, ja. Und nun, ja, Leute, nun ist es wirklich offiziell. Stefan Raab ist bestätigt worden, dieses TV-Comeback, würde ich mal auch sagen, weil aber das Comeback von Stefan ist jetzt besiegelt quasi, ja. Tatsächlich, wirklich, meine Lieben, ich freue mich wie Bolle, ja. Ich kann mich nicht beruhigen, ja. Und ich schneide das Video jetzt auch nicht, ich habe keinen Bock, ja. Diese Emotion, die Kulle jetzt gerade in sich trägt, ja, die ich jetzt gerade hier in mir habe, ja, die muss verewigt bleiben, für immer und ewig, ja. Leute, wirklich, Stefan Raab, ja, ich mach mal hier, ja, wahrscheinlich so, weil der Fotobegrüßer, ja, Stefan, ja, ich hab dich wirklich, du bist auch eine Waage wie meine Mama, ja, also du bist Oktober, aber meine Mama ist im September geboren, meine Mami ist ja schon vor 10 Jahren verstorben, und ja, 10 Jahre, Leute, genau da, wo meine Mama verstorben ist, ein Monat später, glaube ich, war es dann, wo Stefan wirklich gesagt hat, er hängt den TV-Job, oder überhaupt, er bleibt nur noch im Hintergrund, aber öffentlich macht er nichts mehr. Und das war quasi nochmal so ein Sterben, ja, weil ich habe immer mit meiner Mama natürlich TV Total gesehen. Also TV Total hat sie eigentlich nicht so häufig gesehen, aber sie hat mich immer lachen draußen gehört, ja, weil ich oft bei ihr war. Und ich habe mich jeden Tag eigentlich lustig gelacht. Ja, ich habe es nicht immer gesehen, aber sehr regelmäßig, ja, TV Total. Und natürlich Schlag den Raab, ja, Schlag den Raab, das war Pflichtprogramm, selbst für meine Mama, ja, weil die fand das cool. Wenn jetzt Stefan vielleicht auch so hört, Stefan, sie fand das cool, wie du dich immer eingesetzt hast, ja, wie du wirklich alles gegeben hast. Und da hat man auch heute schon wieder gesehen auf Instagram, wo viele gesagt haben, nur mit so einem Boxkampf von der Halmich da, ja, kann er nicht was Besseres machen, von wegen hier TV-Comeback und so. Und viele haben dann gesagt, ist ein tolles Event für ein Comeback, ja. Aber Stefan, ja, ich würde auch gerne wieder TV Total sehen, gerade in der heutigen Zeit, ja, was so alles los ist, ja. Du könntest hier richtig Paroli bieten, ja, da wäre was los, ja. Und viele haben auch gesagt, Stefan, ich würde so gerne endlich wieder mit dir Schlag den Raab sehen. Ja, Stefan, ich auch, ja. Und ich muss auch wirklich sagen, da versagt fast meine Stimme, meine Lieben, ja, gerade im Froschemals. Ich muss auch wirklich sagen, meine Lieben und besonders auch an Stefan. Mein lieber Stefan, ja, wenn ich so sagen darf, ja, falls du mich hier hören solltest oder sehen solltest durch Zufall, es kann ja mal so ein blöder Zufall sein. Mein lieber Stefan, ohne dich ist TV Total nichts. Ich habe TV Total nicht einmal reingeschaut, nachdem dann eine neue Moderation war. Ich habe es nur mit dir geschaut, ja. Nicht jetzt, um irgendwie die hier Butter ums Mäulchen zu dingsen, ja, sondern wirklich, es ist wirklich wahr.
Es interessiert niemanden mit TV Total, wenn du es nicht machst. Es ist einfach so, auch wenn du es natürlich weiter produzierst, deine Firma dabei irgendwie involviert ist. Auch Schlag den Star, was jetzt Schlag den Star dann heißt, mit Stefan war das geil. Ja, mit Stefan, mit dir war das Hammer, ja. Auch wenn es jetzt nur, es war nicht so geil wie Schlag den Raab, ja. Aber Schlag den Star mit dir, ah nee, da war ja, glaube ich, auch, da warst du auch nicht involviert, glaube ich, oder? Doch, weiß ich wie. Ist schon zu lange her, ja. Aber jedenfalls, das habe ich mir, seitdem Stefan raus ist aus dem öffentlichen Geschäft, sagen wir mal, vor der Kamera, habe ich das nicht mehr geschaut. Es hat mich nicht mehr interessiert. Es ist, ohne Stefan ist es nichts mehr. Ja? Aber man sieht auch sehr, sehr schön, wie dieser Hype immer noch ist, wie groß er sich gemacht hat, obwohl es ja, wo er anfing, 90er Jahre waren. Jedenfalls da wurde er mir ganz öffentlich bekannt so. Und da muss man mal erstmal sehen, was er wirklich geleistet auch hat, dass er wie so eine TV-Legende heute, wo alle noch sagen, alle können weg, es können alle im Grunde weg, es können wirklich alle eigentlich weg, aber einer fehlt, und zwar Stefan Raab. Und selbst wenn er so ein bisschen rummuddeln, ja, so ein bisschen sagen wir mal, ja, so launisch sind, ja, wie sieht denn Stefan Raab jetzt aus, ja? Man sah es ja jetzt, man hat es ja jetzt öffentlich gemacht mit dem Video, die Kamera lief so rum, ja, und dann hat man Stefan in dem Stuhl gesehen, eine Plauze, ja, wie Kreimund, ja. Da habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du, Stefan, jetzt kannst du wieder anrufen, ja, so Fake-Anrufe, die ja richtig lustig werden, ja. Und Kreimund konnte ja mal sehr gut, ja, so parodieren, ja. Das hat gepasst. Und Stefan Raab hat ja auch immer, ist dann am Ende schon immer Bart damals getragen. Jetzt hat er irgendwie einen Vollbart, ja, der total weiß ist. Es ist aber total herrlich, ja. Und man sieht ihn als auch auf Instagram bis jetzt erstmal nur mit Sonnenbrille, ja. Ja, so recht vielleicht. Ja, naja, gut, man wird ja auch nicht jünger, ja. Stefan wird ja jetzt irgendwie, glaube ich, in diesem Jahr, wie alt wird er eigentlich, ja? In diesem Jahr 58, glaube ich, ja. Ja, wir sind alle nicht jünger geworden, ja. Und trotzdem, wenn man jetzt sagt, warum jetzt erst am 14.09., ja, ist das TV-Comeback oder überhaupt, ja, diese Comeback, ja, da, wo er ja gegen Regina Halmich nochmal zum dritten Mal antanzt, ja, im Ring. Und Regina Halmich hat das auch bereits auf ihrer Homepage, also hier auf ihrem Profil auf Instagram bestätigt, dass sie eine Anfrage bekommen hat und zugesagt hat. Ja, und von daher kann man also doppelt gemoppelt schon mal sagen, dieses TV Comeback, warum sage ich immer TV-Comeback? Weil irgendwie Stefan immer mit TV für mich mit zu tun hat. TV Total, Schlag den Raab, ja. Und dieser tolle Song-Contest damals, was uns ja endlich mal in Deutschland mit dem Grand Prix der Eurovision der Chanson endlich mal wieder hochgebeamt hat, ja. Zum Beispiel Maja Landrut, ja. Lena Maja Landrut hieß sie, glaube ich, ja. War ja wunderbar, ja. Und hier Max Mutzke und so, ja. Ja, mit Stefan haben wir endlich wieder höhere Plätze erreicht im Eurovision Song Contest, ja. Um es auch mal, wie es heute heißt, zu nennen, ja. Aber, ja, es ist, wie es ist. Jetzt kann man also wirklich davon ausgehen, dass es wirklich jetzt klar ist, ja. Warum sage ich immer TV-Comeback? Ja, weil ich habe das vorhin auch schon gepostet auf verschiedenen Social-Media-Plattformen von mir und habe gesagt, jetzt ist es endlich bestätigt, Stefan kommt tatsächlich zurück. Ein Glück, endlich und so, ja. Und dann hat mich jemand gefragt, meinst du, ey, das ist ja Hammer, ja, meinst du, aber das wird wirklich auch im TV ausgestrahlt, also dieser Boxkampf mit Regina Halmich da, habe ich gedacht, habe ich dann gesagt, ja, das denke ich schon, weil Stefan ist ja wirklich ein krasser Geschäftsmann, also der weiß ja von hinten bis vorne, wie es lang läuft, ja, sonst wäre der nicht so erfolgreich und auch nicht so eine TV oder überhaupt so eine Moderation und so eine Showlegende geworden. Man kann ja wirklich sagen Shows, denn er hat ja Shows gemacht, meine Lieben, ja, in der Vergangenheit, so. Für alle, die es nicht wissen sollten, ja. Irgendwie ist heute die Kamera hier heute ein bisschen ruckelig. Ich weiß nicht, was ist, ja. Irgendwie vielleicht ein schwaches Internet, keine Ahnung. Gerade da, wo ich über Stefanie da war, ja. Naja, es soll ja gedenkwürdig bleiben. Und da habe ich gedacht, da habe ich dann zu demjenigen, der mich da gefragt hat, wegen, ob das auch im TV übertragen werden wird. Jedenfalls hofft derjenige, dass der mir das geschrieben hat, da habe ich gesagt, ja. Stefan ist so ein Geschäftsmann, der macht nicht einfach, der geht nicht nur einfach in eine Arena rein, ja, und boxt dann nochmal so einen Showkampf mit der Halmich, ja. Nee, das wird schon auf seinem Sender da kommen. Ja. Also er möchte ja, wenn man so ein Comeback startet, oder Comeback, ja, startet, dann macht man das nicht nur im kleinen Raum. Ja. Gerade wenn man sich natürlich bewusst ist, wie viele Leute wirklich darauf gewartet haben, endlich wieder Stefan Raab sehen zu können. Ja, das wird natürlich, meine Lieben, das nehme ich mal sehr stark an.
Also ich weiß es jetzt natürlich noch nicht. Ja, ich habe es nicht gehört. Ich bin ja leider mit Stefan nicht jetzt irgendwie verbandelt, irgendwie kumpelhaft oder so, ja. Aber da kann ich mir bei ihm, wie er wirklich ein Geschäftsmann ist, natürlich wirklich zu 99,99999% vorstellen, weil sonst ist das ja nichts Halbes und nichts Ganzes, ja. Also davon können wir schon mal ausgehen, meine Lieben, ja. Ich freue mich jedenfalls wie Bolle, ja. Und ich schneide dieses Video auch nicht, ja. Mein lieber Stefan, ich möchte dir wirklich sagen, du hast gefehlt, ich bin so glücklich, ich habe immer, ich habe wirklich als Einzige, vielleicht viele haben es gehofft, dass du wiederkommst, sehr, sehr viele sogar, aber die meisten haben immer, wenn ich mit anderen Leuten gesprochen habe, gesagt, nee, der kommt nicht mehr wieder. Wenn der einmal wirklich sagt, es ist Schicht im Schacht, dann ist Schicht im Schacht. Der ist wirklich sehr, ja, wie sagt man, also da gibt's dann nichts mehr. Ja? Also wenn was gesagt ist, ist das gesagt. Und man soll ja auch wirklich so sein, dass man dann auch wirklich Wort hält dann und wirklich sagt, ja. Aber wenn, dann habe ich gesagt, nee, haben dann viele gesagt, dass er wird das nicht mehr machen. Er wird generell nicht mehr. Warum? Warum? Er hat doch genug. Und er macht ja im Hintergrund sehr viel. Ja, er macht ja sehr viel im Hintergrund, mein Lieben. Darf man ja nicht vergessen, ja, auch wenn Stefan jetzt öffentlich ja nie wieder jetzt zu sehen war, außer mal so eine kleinen Spitzen mit Videos vielleicht mal irgendwann mal, die kursiert sind und so, kursiert haben. Mehr war da ja öffentlich jetzt nicht, aber er hat immer im Hintergrund gearbeitet, für viele Sendungen und so, wie ich so informiert bin, ja. Und jetzt ist das halt so, und ich habe aber, da fangen die erst in Berlin an, ja, da habe ich immer gesagt, nee, der Stefan kommt wieder, ja, der Stefan kommt wieder. Und sei es in, da war es schon, ja, und sei es in 10, 15 Jahren, der kommt noch einmal wieder, ja. Hatte ich gute Richtung, hätte ich mal gewettet, ja, hätte ich mal gewettet, ja, dann wäre ich jetzt schon ein bisschen reicher wieder, ja. Ich sage, wie es ist. Naja. Aber Stefan, ich möchte dir wirklich sagen, ich möchte wirklich jetzt nochmal zum Ausdruck von meiner Seite ausbringen, dass ich neben mir sehr, sehr viele freuen, dass du endlich wieder, ja, dich jetzt in Aktionen wieder begibst und dann wieder Taten walten lässt, wie man so sagt. Ich freue mich persönlich enorm, denn du hast wirklich, du warst, du hast in den 90ern ja so angefangen, ja. Und die 90er haben mir gar nichts bedeutet. Du warst immer so ein Lichtblick, wie gesagt. Nur deswegen habe ich den einen Musiksender immer geschaut. Wegen dieser Einsendung, dann war es, dann habe ich das auch wieder ausgemacht und habe was anderes geschaut. Und als du dann gegangen bist, wirklich vor 10 Jahren, da ist eine Ära zu Ende gegangen, die, wo ich wirklich traurig war auch, muss ich wirklich sagen. Und jetzt, wo ich gehört habe, du kommst wirklich wieder, es ist bestätigt, es ist offiziell bestätigt von allen Zeitungen und alles. Es kam mir ein bisschen Pipi in die Augen, ja. Ich muss wirklich sagen, wir sind ein bisschen in die Tränen gekommen, weil, hat mich echt gefreut, ja. Fing schon wieder an, ja. Aber es ist wirklich so, das ist wirklich auch nicht gespielt, das ist wirklich, Stefan ist einer noch der wenigen, die wirklich auch so meinen Humor treffen, ja, und wirklich auch so diese Trockenheit, die er an den Tag kriegt, gefällt mir, ja. Das kann so wie er kein weiterer, ja, kein anderer mehr. Und Stefan, ich möchte natürlich auch sagen, erstmal wirklich toll, dass du jetzt da bist, wir am 14. September 2024, wollte ich sagen, das bin ich im Gefühl, am 14. September 2024 endlich wieder da bist. Und lieber Stefan, wenn ich sagen darf, falls du das mal doch durch Zufall irgendwie hören solltest, ja, oder sehen solltest hier, was ich gerade hier laber, in Erinnerung schwelge und mich freue auf das, was jetzt kommt bald von dir, bitte lass es nicht bei dem einen schönen Showkampf da, ja, mit Regina Halmich, sondern überrasch uns einfach bitte nochmal, mach wenigstens nochmal so 1-2 Jahre, wo wir wirklich sagen, okay, ja, das wäre cool, ja, noch einmal so Schlag den Raab und noch einmal TV Total vielleicht für ein Jahr oder so, das, wirklich hammermäßig, ja, also du fehlst, ich bin echt fröhlich, bedeutet mir viel, ja, Stefan, was soll ich sonst noch sagen, ja, natürlich werde ich jetzt umso mehr die Medien verfolgen, was vielleicht jetzt auch kommt, übrigens, Stefan, falls Stefan noch so hören sollte, ja, eventuell, es kann ja mal sein, ja, ich bin ja immer so, ich hoffe ja immer, dass irgendwie jemand, der mir wirklich was bedeutet, so von der Öffentlichkeit heute noch, es sind nicht mehr sehr viele, es sind sehr, kann ich an einer Hand abzählen, ja. Wenn er das sieht, was soll ich jetzt sagen, ja, ist egal. Es war eigentlich nicht egal, ja.
hab den Faden verloren, ja. Aber war mir wichtig zu wissen, dass Stefan, du bist wirklich einer, den ich wirklich enorm mag, ja. Was soll ich sagen? Ach so, ja. Ich bin der eine Mitabonnent auf Insta bei dir, ja. Aber ich habe dich schon vor zig Jahren irgendwann da abonniert, ja. Nicht, dass du denkst, dass hier, ja, mach die cooles Filmwelt jetzt hier, weil sie halt das TV-Comeback mit wollte, ja. Nein, ich bin schon ewig und drei Tage. Also, seit wann habe ich cooles Filmwelt, ja? Seit fast 3 Jahren, ja. Also im Oktober jetzt, glaube ich, 3 Jahre. Also ich habe 21 angefangen. Da habe ich Stefan, glaube ich, also ich hatte ihn schon mal mit einem anderen Kanal, mit einem anderen privaten Account von mir da auf Insta geedit. Aber mit cooles Filmwelt dann auch, ja. Also ich bin einer der Abonnenten von dir, ja. Und ich habe vorhin auch geschrieben, dass ich richtig happy bin, dass du wieder da bist, ja. Und ich wünsche dir sehr, sehr viel Glück, falls Stefan, falls du jetzt zuhören solltest, ja, jetzt verklitscht mir die Klitsche wahrscheinlich, ja, aber ich bin wirklich happy. Ach ja, ein Stück Jugend und ja, Frohsinn und Glücklichkeit ist wiedergekommen, ja, nach 10 Jahren. Wünsche dir alles Glück der Welt und dass der Showkampf so hinhaut, wie er hinhaut, ja. Gib alles, ja. Auch natürlich Regina Heimlich wünsche ich viel Glück, dann am 14.09., ja, 2024, natürlich, ja, ist ja klar, ja. Und die beiden haben sich ja, glaube ich, auch so ganz gut verstanden, irgendwas kommt so rüber, sonst würden die nicht drei Fights da machen, noch im Nachhinein, jetzt noch nach 10 Jahren nochmal, insgesamt so als Comeback das so starten, also Stefan und Regina, ja, Heimlich, viel, viel Glück, ja, und Stefan, bitte bleib dann noch ein bisschen, ja, bitte, geh nicht gleich wieder nach dem Showkampf in deine Welt, die dann nur im Hintergrund wieder stattfindet, so will ich sagen, ja, nicht verkehrt verstehen, Stefan, wir haben alle darauf gewartet, natürlich auch viele, vielleicht, die sehen das ein bisschen anders, es mag sein, man kann ja nicht jedem gefallen, aber vielen, sehr vielen, und vielen wird sie auch erst bewusst, wenn man dann wirklich weg war, was man an demjenigen hatte, ja, und mir war es immer klar, weil ich mochte, Stefan, ja, ich mochte dich, ja, immer, ja, also muss wirklich sagen, ist jetzt nicht vorgegaukelt. Meine Mama zum Beispiel war aber, ich weiß nicht so, ja, den Raab fand sie immer cool, ja, da hat sie dich wirklich hier, ja, hochgelobt, ja, hat sie gesagt, das ist eine Waage, ja, der ist wie ich, ja, so willensstark und so durch und richtig, ja, wenn man was macht, dann richtig, ja. Aber so, ansonsten wusste sie nicht so richtig, ja. Aber bei mir wusste sie immer von vornherein, ich mag dich, ja. Und da bleibe ich auch dabei, ja. Du bist Knorke, wie wir in Berlin sagen, ja. Und ich mache jetzt Schluss, ehe das jetzt eine Lobhudelei hier wird, ja. Ich möchte wirklich nur sagen, Leute, es ist zum Abschluss nochmal, ja. Es ist bestätigt, das Comeback ist bestätigt, meine Lieben. Stefan Raab kommt wieder. 14. September 2024. Und die Tickets können jetzt, es ist ja ein Live-Event dann auch, also mal direkt so in der Box-Arena irgendwie da. Meine Lieben, ja, man kann es wohl heute seit 15 Uhr kann man die Karten irgendwie da bestellen. Ich verlinke den Link von Instagram auch rein, ja, unten in die Videobeschreibung. Und natürlich auch das Instagram-Profil hier von Stefan Raab, ja. The real Stefan Raab, ja. Also, meine Lieben, Stefan Raab ist back, ja, also bald, ja, bald. Nur noch hier, Mai, Juni, Juli, August, September, 5 Monate, ja, die brauche auch zum Vorbereiten, meine Süßen, ja. Er hat eine ziemliche Plauze, ist aber schön, dass man auch sieht, ja, er ist natürlich, ja, ist doch selbstverständlich, ja, Leute, ja, hat sich die Tür schmecken lassen, ja, ist doch fein, ja, man muss schon mal leben dafür, dass man auch schwer gearbeitet hat. Und im Nachhinein, er arbeitet ja immer noch im Nachhinein, meine Lieben, nicht vergessen, ja. Ich freue mich wie Bolle. Ich bin happy, ja. Ich schneide das Video auch nicht. Ich lade es gleich so, ja. Außer, dass ich das Foto noch reinklatsche jetzt von Stefan, ja. Und dann ist gut, ja. Ja, Stefan, danke für all die Jahre und danke, dass ich es erleben darf, dass du wirklich jetzt zurück bist, bald, ja, in 5 Monaten. Kann natürlich noch viel passieren, aber ich wünsche dir alles Liebe, schöne Glück und dass der Kampf wird, wie du ihn dir vorstellst, ja.
Ich bin gespannt. Also von mir hast du die Einschaltquote schon mal parat. Ja, ich hoffe ja, dass wirklich auch wirklich, ja, nicht nur hoffen, ich weiß es im Grunde, das ist schon so, wenn man richtig, wie sagt man, Comeback startet, ja, da wird natürlich auch übertragen, live im Fernsehen, ja. Aber ich bin dabei, ja. Ich bin eine derer, die dann Einschaltquoten liefert, ja. Stefan, kannst du ganz sicher sein, ja. Ich hab dich lieb, Stefan, ja. Nicht verkehrt verstehen, ja, weißt Bescheid, ja. Und euch habe ich auch alle lieb, meine Liebe, die Volksschaft hier vom Kundesfilmbild, ja. Und jetzt teilt das Video, dass jeder weiß, jetzt tatsächlich wirklich hundertprozentig weiß, tausendprozentig weiß, Stefan Raab ist back, bald, ja. Soon, ja. Demnächst, ja. Danke. Ich freue mich, bin happy, ja. Mit den Tränchen hier vergossen, mit dem Pipi hier so runtergekommen, ja. Aber macht nichts. Dass ich das wirklich offiziell hier mal bestätigen darf, dass nochmal Stefan in den Ring steigt und nicht nur so, sondern Stefan, bitte mach nochmal stark den Raab, ja, mach nochmal bitte hier TV Total und beglücke uns vielleicht noch mit neuen Formaten, die du dann selbst auch moderierst und so, ja, wer Knorke, ja, wer Spitze, also meine Lieben. Ich höre jetzt auf, ja. Halbe Stunde über Stefan Raab gelabert. Es sollte gar nicht so lange werden. Ich dachte, in 10 Minuten ist das Ding rum, ja. Aber ich muss zu meiner Freude Luft machen, ja. Wirklich meiner Freude Luft machen. Es muss einfach sein. So, das war's. Jetzt sage ich Salut, ab ins Hummelsami. Eure Kulle. Tschüss. Und freut euch mit mir. Bitte, ja. Und unterstützt Stefan, ja. Vielleicht jetzt nachhinein, vielleicht kommt er doch mal auf 1 Million auf Instagram, ja. Das wäre doch mal geil, ja. Vielen Dank. Tschüss. Salut.